Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's tatsächlich weiter mit Igor Buggy. Buggy. Wir nennen es heute mal Buggy. Vielleicht hat er mittlerweile einen anderen Begriff dafür. Aber das Auto stand jetzt hier einige Wochen bei Benny. Der hat nämlich die Verkabelung gemacht und mittlerweile läuft das Ding. So, Igor ist ein bisschen aufgeregt heute, weil er fährt jetzt tatsächlich gleich die ersten Meter damit. Er wird nur von hier auf den Prüfstand fahren, also weit ist es nicht. Eigentlich hatte ich vor, mit dem Fahrzeug heute auch ein bisschen zu fahren, aber da fehlt noch zu viel. Also sind noch keine Gurte drin und so. Also ohne Gurte etc. können wir unmöglich damit fahren. Ich habe ihm auch gerade vorgeschlagen, dass wir eine Runde Bilzerberg damit dann fahren. Also nicht auf der Strecke, sondern auf dem Offroad-Park dort. Und jetzt ist er umso aufgeregter. Aber das machen wir auf jeden Fall noch. Aber jetzt erstmal, er macht jetzt ein paar Meter damit. Das heißt, wir fahren auf den Prüfstand. Dann gucken wir uns mal an, was in den letzten Wochen passiert ist. Und dann gibt es auf jeden Fall noch eine Leistungsmessung. Die erste Fahrt. Ich wollte dich gerade fragen, wie waren die ersten Meter? Also man hat Respekt. Ja. Ich habe glaube ich Puls 200 oder so. Also ich meine, du hast es gebaut, du weißt gar nicht, was passiert. Und das war jetzt die erste Fahrt und das ist einfach boom. Aber du hattest auf jeden Fall ein schönes Grinsen im Gesicht. Ja, also innerlich noch mehr, sage ich dir ganz ehrlich. Das ist einfach krass. Ne? Vor allen Dingen, das war jetzt ja noch keine richtige Fahrt. Du bist ja erstmal nur rausgerollt, rumgerollt. Ne? Ja. Aber selbst das ist schon, ich glaube, das ist schon immer so ein besonderer Moment. Ja. Vor allen Dingen, es war ja ursprünglich mal ein TT, das darf man einfach nicht vergessen. Ne? Aber von diesem TT ist ja mittlerweile wirklich rein gar nichts mehr übergeblieben. Ne? Überhaupt der erste Moment, dass du verstehst, das Ding bewegt sich, es fährt, es funktioniert, ist einfach mega. Wie lange ist das grob her, dass wir bei dir waren? Das sind hier schon anderthalb Jahre locker. Echt? Ja. Anderthalb Jahre? Da habe ich vor anderthalb Jahren habe ich ungefähr damit angefangen. Ja, wir waren relativ, also warst du ja am Anfang da richtig zackig mit. Das genau, sein. Genau. Ich wüsste jetzt auch gar nicht. Rahmen doch. Ging eigentlich relativ schnell. Aber das wird ja letztes Jahr gewesen, ne? Ja. Ja, doch, also kommt ja anderthalb Jahre fast hin. Ja. War ja auch ein bisschen Pause dazwischen. Wir haben ja nicht permanent daran gearbeitet, da ist sehr viel Pause passiert, aber jetzt fast komplett. Ja, also 80% würde ich sagen. Hol uns mal einmal ab, als wir das letzte Mal da waren, war schon Rahmen fertig, Motor war schon vorne drin, ja. 1.8T auf dem TT. Ja. War ein kleiner TT oder der große TT? Nee, war ein kleiner TT. Das war TT, der mit 224 PS. Einer mit 224 PS, genau, okay. Das war der Quattro. Diese Technik ist da jetzt auch so noch drin, nur ein bisschen geupgradet. Genau, der Motor wurde original genommen, wurde von Steven mal drüber geschaut. Wir haben einen neuen Turbolader verbaut und das ganze Zeug drumherum, was wir nicht brauchen, abgebaut. Mhm. Benny angerufen, haben gefragt, wie machen wir das? Sagt er, mach alle Kabel ab, ich mach den Rest. Und das war wirklich eine riesen Erleichterung für mich. Das heißt, das Auto war jetzt hier bei Benny, der hat einmal ganz Elektrik gemacht. Genau, wir haben nur quasi Hardware gebracht, da war nichts an Steuergerät, nichts an Kabel, gar nichts. Mhm. Wir haben quasi Wasserkühlung gemacht. Das Auto, so wie es jetzt halt hier aussieht, ohne Verkabelung. Für die Leute, die das Ding jetzt vielleicht zum ersten Mal sehen, was hast du mit dem Auto am Ende eigentlich vor? Wofür ist das? Also es war immer ein Wunsch, sowas mal zu bauen, um sich selber zu beweisen, ich habe Bock jetzt drauf, ich mach das jetzt. Nach dem Eigenbauboot, wo auch die Fahrt noch aussteht auf jeden Fall? Ja, genau. Genau, auf jeden Fall. Ja, ich wollte schon immer so etwas bauen. Und ich wollte schauen, was kann ich tun? Ich habe ja keine Ahnung, Motorentechnik. Und deswegen ging das dann los. Ursprünglich wollte ich einfach den TT oben abschneiden, Wanne lassen. Ich habe dich auch noch gefragt, ob das stabil genug ist. Käfig oben drauf? Genau, Käfig oben drauf und fertig. Aber nein, da habe ich auch gemerkt, das musste komplett hier. Deswegen kam später das hier. Es war ja auch relativ einfach dann, ne? Wo man sich entscheidet, das machen wir jetzt radikal und dann passiert das. Und dann stehst du da. Ich sage immer, wenn man sich traut und die Möglichkeiten dazu hat, dann ist halt gefährlich. Ne? Ja, das stimmt. Vor allem du als Schweißer halt, klar, da flexst man halt eher mal was ab und schweißt noch was Neues. Du kannst ja alles schweißen. Lässt nochmal lasern und so weiter. Ich glaube, bevor es jetzt auf den Prüfstand geht, müssen wir euch noch einmal ein bisschen Technik erklären. Wollen wir hinten mal runter gucken? Ja, wir machen ab. Ist auch schwer, das ist nichts für dich. Ich hoffe, du hast die Waage dabei. Ja, selbstverständlich. Ja, super. Ich wollte sogar eigentlich direkt auf die Waage, hab mir dann überlegt, ach komm her, lassen wir Igor erstmal ein paar Meter fahren. Ich habe schon Angst, dass du alleine deswegen schimpfst mit mir. Das ist Eisen pur. Ja, aber ich glaube, also, aber in Summe, glaube ich, ist das Fahrzeug gar nicht so schwer. Nee, ist gar nicht so schwer. Was denkst du, was wiegt der? Also mein letzter waren circa 1000. 947, aber da haben ein paar Sachen noch gefehlt. Ich bin mal gespannt, wie weit wir heute über eine Tonne sind.
Vielleicht sind wir. Und was mich heute brennend interessieren würde, wie schwer ist der vorne, wie schwer ist der hinten? Hinten, ne? Ja, das ist auch wichtig. Okay, nee, ich hätte jetzt fast so gedacht, dass er leichter ist. Werden wir gleich sehen. Weil wenn dieser ganze Rahmen, wenn der da fertig steht, das heißt, der ganze Rahmen hat dann schon wirklich 300 Kilo oder 400 Kilo oder so, ist der so schwer? Ja, ja, ist schon sehr viel. Ich habe ja massiv gebaut. Mhm. Ich habe ja keine Ahnung, wie für stabil. Ja, genau. Alleine das Ding hier ist ja massiv Stahl. Ja, ja. Das ist aber auch alles Eigenbau. Ja, komplett. Ja, ja. Geguckt, wie passt es, wie kann es am besten sein. Ich brauche den Stoßdämpfer ungefähr da, also baue ich mir das drumherum. Weil ursprünglich ist ja Federung an einer Stelle, das Federbein an einer anderen Stelle. Ja, das konnte ich ja so nicht übernehmen. Das ist quasi meine erste Notlösung, Eigenbau. Ja. Aber du willst mit dem Auto am Ende schon so richtig durchs Gelände ballern? Ja, ich würde schon gerne. Ja. Es ist zwar nicht das Hardcore-Gelände, das man über Berge fährt. Ne? Aber genau, das wäre jetzt die Frage. Willst du eher so... Also ich dachte eigentlich daran, dass wir so Offroad-Park Milzerberg oder sowas machen. Ja, so, jetzt, wie wo die ich das, erste Feuerprobe. Jetzt, wo ich das Auto aber so sehe, wäre dafür eigentlich perfekt hier diese Uhlenkörperring, wo wir eigentlich schon mal waren. Ne? Ist das so ein Schotterparkplatz-Geschichte? Doch, wo der Autocross gefahren ist. Ja, stimmt. Das ist mehr so Autocross-Kurs, weil ich sehe das Auto schon irgendwie ein bisschen schneller fahren. Ja. Also ich sehe den jetzt mehr nicht so... So, und das ist quasi ein Rundkurs mit so ein bisschen Bodenwelle, mit ein bisschen Schikane und so weiter. Ja. Das eigentlich dafür ist es dann auch vorgesehen. Wenn er dann irgendwann läuft, weil das ist dann, da muss er wirklich jetzt erstmal so ein bisschen einfahren, gucken, wie sich alles verhält. Das geht ja überall. Mit dem Motor vorne und mit dem aktuellen Fahrwerk kannst du damit nicht kein schweres Gelände fahren. Aber wir haben Allrad. Das ist wichtig. Das war sehr wichtig. Das ist schon mal die Hauptsache. Kann man das auch abnehmen? Das kann man auch abmachen. Also hier hinter seht ihr auf jeden Fall den Tank. Da sehe ich auf jeden Fall eine Sache, die wir schon mal optimieren müssen, leider für Gelände. Ja. Du bist mit der Entlüftung einfach jetzt rausgegangen nach oben, ne? Ja. Das heißt, wenn er auf den Kopf fliegt, läuft alles raus. Ja, und wir brennen. Ja, das nicht, aber das ist so, man liegt leider immer schneller auf der Seite oder auf dem Kopf, als man denken kann. Ja, mit dir. Und dann läuft es halt so richtig raus. Da gibt es so Rollover-Walls für, dass wenn du auf den Kopf fliegst, halt einfach es dann zugeht und nichts mehr rauslaufen kann. Ne? Ja, okay, Wasserkühler hinten finde ich gut, alleine wegen riesen Wasserkreislauf. Und ich denke mal, das hat sich auch bewerkstelligt, oder? Mit Wassertemperatur und so? War überhaupt kein Problem. Wir haben Benni gefragt, war absolut okay. Ne? Wir haben die Leitung komplett nach vorne gezogen. Ja, ein paar Meter Weg Alurohre gehen hier durch, genau. Geil, und sogar die Alurohre hier nochmal einmal thermoisoliert. Ja, weil du sitzt ja ziemlich nah dran, habe ich mir gedacht, wenn ich das schon machen kann, dann können wir das ja tun. Ja, ja. So, ab. Das ist doch... Jetzt können wir besser reinschauen. Mhm. Genau. So, das ganze Dash-System hast du mir zum Glück schnell rübergeschickt. Das hat recht problemlos funktioniert, ja? Ja, das war mega. Das ist jetzt ja auch alles dieses neue Teflon-Zeugs. Das ist wirklich... Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, der Steven hat mich da sehr stark unterstützt. Mhm. Der hat das komplett gemacht. Ohne ihn hätte ich dafür Jahre gebraucht. Ja, so ein bisschen Geduld braucht man schon immer. Ja, man braucht schon Unterstützung, ja, auf jeden Fall. Hinterachse, der eigentliche Grundträger darunter, ist aber noch der vom TT, ne? Nur die Haldex ist vom TT, sonst der Rahmen ist alles von mir, ne? Also du siehst hier, nur das hier ist original. Ja. Ah ja, der ist auch original. Das ist ja noch so mehr oder weniger das letzte Stück TT, was übrig geblieben ist. Genau, kann man so sagen. Geil. Wir haben die jetzt für den Prüfstand abgeklemmt, ne? Ja, die Haldex. Achso, weil aktuell Frontantrieb. Genau, genau. Ja, mir war sehr wichtig, dass er von hinten so aussieht. Ne? Federbeine frei, dann diese ganzen Verstrebungen. Das können wir übrigens jetzt hier alles noch einstellen. Ne? Hier bin ich ziemlich flexibel. Mhm. Die kann ich ja komplett verstellen. Das heißt, ich kann das so stellen, so mehr rausziehen, mehr rein. Ich weiß nicht, wie lange gut sich das hier bewährt. Das ist ja noch die Originale, die Sachsschenkel. Ja, ja. Da, ich glaube, da kommt es, wie gesagt, da kommt es massiv darauf an, was du damit am Ende machen willst. Willst du da richtig Offroad-Gelände? Willst du eher so mehr Autocross, so glatte Fläche, ein paar Bodenwellen? Klar, brauchst du auch Federweg. Ja, aber ich denke mal, als allererstes wird an die Grenzen kommen, dass du halt keine Sperren vorne hinten hast. Genau, das Thema hatten wir schon vorhin. Genau, weil das Problem ist, vorne hinten Differential nicht gesperrt. Das heißt, wenn ein Rad entlastet ist, dreht es sofort durch und dreht dann auch ins Freie. Man müsste den Benni fragen, ob man, das kriegt man wahrscheinlich softwaretechnisch nicht um. Ja? Nee, geht nicht. Das geht nicht. Nee. Ja. Das ist wirklich mechanisch, brauchst du halt in, also ja, würde man hinkriegen in Form von, dass du eine sogenannte elektronische Differentialsperre hast, dafür brauchst du aber ein ABS, weil der ABS-Block taktet dann die Bremse quasi an auf dem Rad, was durchdreht. Ja. So, ne, das ist natürlich alles gar nicht mehr. Ja, aber auf diesem Schotterweg jetzt schnell zu fahren, mal zu gucken, wie das Ding so geht,
dafür würden wir das jetzt in diesem Zustand. Und der hier ist frisch aus dem Lambo Cup, oder? Also das Thema, wenn was ist ja eigentlich gedacht? Nee, ich glaube, das ist eher so, nein, aber Toyota Supra hier, so ein MK5 oder so, glaube ich, ist das, oder? So von der Form her, oder wofür? Ich habe nach einem Carbonflügel gesucht. Ich wollte auch nicht so viel da reinstecken. eBay Kleinanzeigen gesucht und jemand hat sich das wahrscheinlich falsch bestellt. Ich habe das, glaube ich, ungelogen für unter 200 Euro bekommen. Aber ich weiß auch nicht, für welches Auto er eigentlich war. Ich weiß es nicht. Ich habe gerade so von der Form her überlegt. Lambo wird es nicht sein, weil dafür ist das Ding zu prägnant. Also da aber könnte Supra MK5 sein, würde ich sagen. Die wird ja nach hinten so ein bisschen schlanker. Ich meine, das Auto sieht auch cool aus. Wenn ihr überlegt schon, ob auch auf Golf 7 auch hinten dran passt. Ja, das fehlt dem einfach, weil er so einen kurzen Arsch dann hat. Der braucht das allein aus der Optik. Ich finde sogar, er könnte fast noch höher stehen. Aber ich wollte ihn nicht zu hoch bauen. Ja. Wenn er jetzt noch höher steht, ich weiß nicht, ob das Bild dadurch, so. Wenn du von der Seite schaust. Nicht so, ne? Ja. Also, aber, kann man ja noch machen. Aber muss auf jeden Fall drauf. Also ich finde auch, dass er muss dahin, perfekt dazu passt. Ob da überhaupt die Funktion ist. Nein, aber so generell ist schon witzig. Weil wenn man es gar nicht ahnt, würde man natürlich niemals denken, dass es mal ein TT war. Derjenige, der so ein bisschen Plan von den Achsen hat, der sieht schon irgendwie, oh, das war mal ein 4Motion. Ja. Aber krass. Ja. Lass uns mal vorne auch nochmal einmal die Haube runternehmen. Jawohl. Dann können wir nochmal einmal Technik gucken und dann geht es nämlich auf dem Prüfstand auch schon los hier. Sowas ist auch alles Eigenbau, ne? Krass. Alles komplett. Alles gekantete Bleche, genietet. Ja. Aber mit einfachen Mitteln, ja, wirklich. Ich finde auch, ist so ein bisschen militärmäßig für mich alles. Ja, diese Farbe ist richtig mega. Ja, und auch irgendwie so dieses Gekantete und Genietete ist irgendwie immer... So ein bisschen Tarnkappen, das passt. Bombe. Woher aber? Ich tue das dahin. Ja, sonst eigentlich noch relativ seriennahe... Großserientechnik, sage ich jetzt einfach mal übertrieben. Ne? Große 1.8T, komplett Ansaugbrücke und so noch original. Kraftstoffsystem umgebaut. Dezenten Auspuff. Ja. Der wird ja am Ende noch zu laut sein. Ja, ursprünglich war die Idee, ab da runter zu gehen und seitlich so eine Sidepipe. Ich meine auch, die war schon... Die sollte so hier lang und dann hier rauskommen. Ja, ja, ja. So, aber ich habe das Bild im Kopf. Ein böses Auto steht da und spuckt so Feuer. Ja, das haben vielleicht viele. Auch ein bisschen Momentum vom... Ja, ja. Nee, oder bei Beetle jetzt. JP wollte das beim Beetle ja auch unbedingt haben. Genau, ich wollte unbedingt, dass er so seitlich wegschießt. Ja, ja. Und da ich sowieso nur einen Ausgang habe, hat sich das so angeboten. Mhm, das fand ich... Es macht schon Angst, wenn du da drin sitzt und Gas gibst und das Ganze bewegt sich. Ja, ich bin mal gespannt, wie laut das auch gleich auf dem Prüfstand wird. Ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn jemand hier sitzt. Ja. Der kann auf jeden Fall sofort sehen, wenn der Turbolader anfängt zu bläuen. Ne? Ja, das ja, sieht, genau. Der wird dann knallrot. Sieht er sofort. Ja. Ladeluftkühler, wisst ihr noch nicht, ob das reicht so, ne? In Sachen Fahrtwind so mit der, mit der Hutze? Wir noch nicht. Wissen wir noch nicht. Zur Not auch Lüfter hinter und auch laufen lassen. Ganz genau. Die Hutze, ich habe den Kanal ja schon so gebaut, wenn ich fahre, dass da genug Luft drauf trifft. Ja. Aber die Idee ist auch da, dass man da vielleicht noch die Lüfter drauf macht. Okay, ja, ich würde sagen, Benny kann das Ding mal angurten. Benny, wo ist Benny? Und dann interviewen wir ihn nochmal, was er hier elektrisch alles so gemacht hat. So, meine Herren, erzählt mal, was habt ihr gemacht? Wir haben ja komplett quasi elektrisch jungfräuliches Fahrzeug angeliefert bekommen, sprich, da war kein einziges Kabel drin. Da muss man sich natürlich so ein bisschen Gedanken machen, wie man halt eben diese ganze Zentralelektrik in Betrieb nimmt. Was gehört da überhaupt dazu? Ein vollständiges Auto, also reguläres Auto, was hier ankommt, hat eine vollständige Zentralelektrik, da drehst einen Schlüssel, das läuft, dann bindest du halt eben so eine Maxi zu noch quasi in die Elektrik mit ein und das funktioniert. Aber hier war ja wirklich gar nichts da. Zentralelektrik heißt erstmal generell den Punkt irgendwie Zündung an auszumachen. Genau. Benzinpumpen steuern, regeln, beziehungsweise Strom versorgen, Lüfterstrom versorgen und so weiter. Genau, Anlasser etc. Was dazu Anlasser gehört. Stimmt, ja. Genau. Da war keine Batterie, gar nichts sozusagen. Da hattest du ja schon mal in dem Arbeit-Video quasi diese Max-ECU Zentralelektrik-Box angesprochen und so ganz grob vorgestellt. Dementsprechend ist diese Komponente hier auch reingekommen, weil die macht halt in dem Fall wirklich Sinn, weil dann sind
diese ganzen Verbraucher für Zündung, für die Benzinpumpen, für die Lüfter, für den Anlasser schon vorgesehen, vorkonfiguriert und Plug and Play an einen Max-ECU Universalkabelbaum integriert. Ja, ne? Genau. Wo habt ihr das Steuergerät hier sitzen? Genau, da müssen wir einmal zum quasi Wagen gehen. Da sitzt im Prinzip so wie bei jedem Auto fast serienmäßig auch. Ah, da. Okay. Genau, fahrerseitig unter dem Armaturenbrett. In diesem Fall ist hier eine Max-ECU Street reingekommen. Eine Street war das, glaube ich, ne? Nee, eine Sport. Eine Sport kam hier rein, ja. Eine Sport ist reingekommen. Da war dieser Universalkabelbaum drin mit diesen 2 Meter Kabeln. Und ja, das Ganze habe ich dann erstmal grob positioniert. Eine Halteplatte. Die 2 Meter, ja. Ja, auf jeden Fall. Also diese 2 Meter Kabel, ich meine 2 Meter, ich will jetzt nicht festnageln, das reicht eigentlich für jedes Auto. Ja, dann nimmt man sich den Plan, legt sich den hin, überlegt erstmal, was hat man für Komponenten. Hier sind Einzelspulen, 4 Einspritzventile, Klopfsensoren, in diesem Fall unterstützt das Steuergerät nicht, aber ist in dem Fall nicht notwendig. Klopfsensor, Nockenwellensensor und ja, dann geht man den Plan durch und legt sich die Kabel an die Position. Ne? Das heißt, diese Box ist theoretisch deine neue Zentralelektrik. Korrekt. Kriegen gesagt. Wie läuft das zum Beispiel mit diesem besagten Kontakt, dass wenn du zum Beispiel einen Anlasser betätigst, ja, so Steuergerät und sowas weiterhin Strom hat und nicht ausgeht? Das kann das Teil auch? Ja. Ah, okay, das wusste ich sogar gar nicht, dass das so weit schon... Ich dachte, das wären wirklich nur 5 Relais, fertig. Ich glaube, X-Kontakt, oder, X-Kontakt ist das oder wie? Warte mal ganz kurz, also du meinst diese X-Kontakte, die abgeschaltet werden, ja, genau, ne? Bin ich jetzt sogar überfragt. Okay. Ja, also im Endeffekt... Also hier, wenn du die Zündung ausmachst, ist das Steuergerät auch stromlos. Mhm. Ne? Also ich glaube, diese Funktion unterstützt, meine ich, nur die Pro. Mhm. Die hat mehrere Kanäle, dass du zum Beispiel auch einen Pumpennachlauf generieren kannst. Sprich, okay, das Steuergerät ist aus. Das heißt, hier ist es jetzt theoretisch einfach nur so, es gibt einen Schalter, der übertrieben gesagt Dauerplus hat, welches einfach nur Steuergerät bzw. Zündung anmacht. Genau, komplett. Genau. Naja, die Box hat im Endeffekt eine Dauerspannungsversorgung. Mhm. So. Schalte ich Zündstufe 1, aktiviert das Steuergerät. Mhm. So, schalte ich Zündstufe 2, zieht ein anderes Relais an und betätigt den Anlasser. Mhm. Ja? Genau. Das Relais wiederum ist aber nicht hier mit drin. Doch. Auch? Okay. Das ist da drin. Also quasi, es gibt, warte mal, wo ist denn der Plan? Oh, der Fehler lag gerade bei meiner Frage. Ich hatte auch ganz vergessen, ich dachte, jeglicher Startstrom von dem Anlasser ist abgesichert, aber deswegen liegt ja Plus immer dauerhaft auf dem Anlasser drauf, weil das korrekt abgesichert ist. Korrekt. Das heißt, das Relais brauchen wir eigentlich nur für den Magnetschalter. Genau, genau. Wo in dem Fall nicht ganz so viel Saft durchgeht, weil ich hatte nur eine 40 Ampere Relais gesehen, dachte so, der Starter, der zieht ja viel mehr. Naja, Starter ist in dem Fall auch mit 20 Ampere abgesichert. Mhm. Wir haben aber auch, sage ich mal, also das, was du meinst, das dicke Plus. Genau, das ist aber in dem Fall auch nur der Magnetschalter, der abgesichert ist. Genau. Der eigentliche Starter hat ja Dauerplus, das knallt ja immer so schön, wenn man das Kabel abzieht und nicht dran denkt, dass vorher die Batterie abzuklemmen. Ja, in dem Fall aber, ehrlich gesagt, bin ich immer so, hier ist eine Sicherungsbox und auch dieses Anlasserkabel ist mit 200 Ampere abgesichert. Falls so, doch mal einen kurzen geht. Genau. Falls irgendwo doch mal was durchrubbelt, dass halt nicht der ganze Kabelbaum aufbrennt und die Batterie, alles ja, was ja geht, sondern dass das Ganze abgeschaltet wird. So, das Coole ist jetzt nur bei der Max-ECU, dass wir haben hier die Sicherung von dem, ich sag jetzt mal Sicherungsblock und die Relais und das ist schon im Kabelbaum vorbepinnt. Genau. Das heißt, es ist automatisch einfach nur zusammenstecken und Benzinpumpe, Lüfter und Motorsteuergerät hat schon passend Sicherung plus Relais. Genau. Ohne dass man es machen muss. Das ist der einzige Stecker sozusagen, der noch zusätzlich an dem Universalkabel dran ist und die passen zueinander. Also das heißt, du brauchst nur das nur zusammenstöpseln und das ist schon funktioniert. Das heißt, einfach noch irgendein Zündschloss rangehangen, fertig. Genau, genau. Die Kabel sind dann so vorgesehen. Also du hast dann hier die 3 Pins, 3 Kabel und das integrierst du in ein beliebiges Zündschloss oder ein Taster. Ah, das heißt, der Sicherungskasten ist sogar noch einen Schritt weiter auch dafür gedacht, genau, dass genau, man irgendein Zündschloss ranhängt. Diese Kabelstränge sind schon vorhanden. Also du hast hier diesen K-Start-Bottom-Knopf. Mhm. Also quasi das ist ein Kabel, was dort schon existiert. Das geht zum Zündschloss. So, dann hast du hier ein Kabel, was zur Batterie geht. Ein zweites Kabel, was zur Batterie geht. Das ist getrennt voneinander, die Spannungsversorgung. Und das hier ist dieser Trunk 4. Das ist dieser Stecker, der an die Universalkabel geht. Von dem Motorsteuergerät. Ah, okay. Geht. Das ist jetzt nämlich eigentlich das Coole an diesem ganzen Sicherungsblock, dass tatsächlich diese ganzen Sachen schon wirklich
vorkonfektioniert, zum Zündschoss liegen. Also das ist wirklich mehr oder weniger Idioten einfach, dass Zündschoss liegt. Es ist schon im richtigen Kabelquerschnitt, es ist schon abgesichert. Genauso. Und dann, glaube ich, kostet dieser ganze Sicherungskasten nur um die 200 Euro oder so, ne? Ja. Ja. Das ist relativ günstig. Also dafür ist er extrem. Also so viel Zeitersparnis, wie du damit hast. Ja, alleine, wenn man sich überlegt, du musst ja genauso erstmal den ganzen Sicherungskasten kaufen, dann musst du 5 Relais kaufen, 5 Sicherungen kaufen, die ganzen Pins, die ganzen Kabel, alleine nur um die ganzen Relais zu Überleg mal die Zeitersparnis. Du musst so sehen, guck mal, jedes Stoppelfeldrenner-Fahrzeug, was umgebaut ist, hat die gesamte Zentralelektrik irgendwo in so einer Mülltüte oder irgendeiner Box oder sonst irgendwas drin, weil du hast in so einem Auto viel zu viel. Scheibenheizung, Scheibenwischer und sowas, das hast du ja alles nicht. Ja, wer weiß, dass Igor noch alles so einbaut. Ja. Soll ja warm sein drin, ne? Genau. Also dann haben wir quasi die Hauptversorgung hier hinten realisiert mit der Batterie, mit einer Trockenbatterie, ein Sicherungskalter, auch die elektrische Servopumpe. Der interessante Teil ist aber weiter vorne quasi im Motorraum. Wie baut sich quasi das Ganze auf? Also im Endeffekt legt man erstmal die Kabel grob in Position, also so wie man das halt ganz gerne verlegen möchte. Dann hat man die ganzen einzelnen Bauteile, legt sich das vor Ort, bindet sich das erstmal sozusagen grob vor mit Kabelbinder oder Isoband und dann wird das Ganze eingepinnt. Also man muss erstmal rausfinden, was ist das für eine Zündspule, wo ist die verbaut. Da muss man den Stromlaufplan aufmachen von dem Fahrzeug und die Pinbelegung raussuchen. Und das Ganze halt eben so realisieren. Und ja, so arbeitet man sich Stück für Stück durch und hat dann im Endeffekt einen vollständig neuwertigen Kabelbaum, was natürlich Fehlerquellen etc. Produziert. Das heißt, der hier wird jetzt noch, wo alles funktioniert, einmal gewickelt. Genau. Also der Kabelbaum liegt jetzt einfach nur grob drin. Das Auto ist jetzt in Betrieb genommen worden. Wenn jetzt quasi alles funktioniert, wird der Kabelbaum einmal sauber gewickelt. Und überflüssige Kabel von dem Steuergerät, die liegen hier erstmal einfach nur gesichert, werden ausgepinnt und entfernt. Mhm. So, das heißt, wir haben das aufs Minimum reduziert. Nur das, was notwendig ist, ist auch drin. Was ich als Elektrikerlaie halt auch immer cool finde, ist halt, dass solche Kabel wie zum Beispiel einen Nockenwellensensor direkt ein geschirmtes Kabel hat. Ne? Korrekt. Also in dem Hauptkabelbaum gleich das passende Kabel dafür drin ist. Genau. Ich weiß noch, jedes Mal EMU-Verkabel war schon so 1 Million Mal überlegt, gefragt, was machst du mit der Schirmung? Kommt es auf Masse, Steuergerätmasse, Motormasse, eine extra Pin dafür? Genau. So, das ist ja immer was anderes halt. Ne? Und hier kannst du einfach nichts falsch machen. Vor allem ganz wichtig ist zum Beispiel, es gibt zwei unterschiedliche Massekontakte. Das ist einmal Sensor Ground und Engine Ground. Mhm. Engine Ground ist einfach nur mit der Karosserie Masse verbunden und Sensor Ground ist eine geschirmte Masseleitung, womit alle Sensoren arbeiten. Ja. Kurz angetippt. Manchmal findet man das Wort einfach nicht. Ne? Okay, ja. Das heißt, Auto läuft und ist auch schon abgestimmt. Ja. Okay. Klar, Straße bzw. den Stoppel oder Stoppelfeld, das konnten wir noch nicht realisieren, aber ich habe hier oder kann hier eine Last simulieren. Wir haben hier Bremsen auf dem Prüfstand, ich kann den quasi ein bisschen einbremsen und Last simulieren und konnte somit das Ganze schon abschließen. Ich glaube, es ist auch das erste Mal, dass wir jetzt hier auf dem Allradprüfstand sind. Ne? Ja, Benni war schon fleißig. Ja. Benni war fleißig, hat den mal dezent umgebaut, ja? Ja. Das heißt jetzt Allrad bis wie viel PS? 2000. Also reicht so gerade so, oder Igor? Ja. Es reicht, es sei denn, wo wollen wir hin? Wer weiß, was in Zukunft passiert. Ne? Geil, jetzt auch Allrad hier. Genau, ja. Okay, das heißt einfach angurten ist er schon, einrollen und einfach mal messen und gucken, was passiert. Es ist eine Waffe, ne? Also das ist wirklich unfassbar. Ich habe es jetzt aber auch für das Video ein bisschen provokant gemacht. Ja. Ne? Also wir machen
Ein Tick weniger im Fahrbetrieb, würde ich sagen, ja, oder? Ja, ja. Tick weniger. Nicht, dass du dann nicht mal zu früh brauchst. Nein. Was auf jeden Fall immer wieder geil ist, kaum sind so ein paar Flammen im Raum, ne? Alle nur am Grinsen. Genau. Alle freuen sich. Benni sitzt in der Kiste drin, freut sich halt ab. Guckt schon mehr auf den Auspuff als da vorne. So in etwa, ja. Das qualmt jetzt noch, weil diese Thermoisolierung noch ein bisschen aus. Genau, das finde ich nochmal, ja. Völlig normal. Das ist auch Kleber ein bisschen mit bei gewesen, deswegen wahrscheinlich. Naja, das dauert, bis das halt erstmal. Okay. Vor allem, weißt du, was richtig geil ist? Du guckst von hier und ja, siehst aber das leuchtenden, wird so nicht sein. Ja, aber jetzt ist es geil, du siehst diesen leuchtenden Turbolader. Es ist so geil. Ja, also da muss eine Spritze. Solange es am Bein nicht schon so ein bisschen heiß und warm wird vom Öl. Das ist geil. Das ist absolut geil. Das wird auf jeden Fall richtig rocken. Nein, man muss hier natürlich schon sicherheitstechnisch irgendwas machen. Ja, unbedingt, ja. Vor allen Dingen, ist auch schon gut laut, ne? Ja. Kann man so mal sagen. Ne? Auf jeden Fall. Da kommt schon gut was raus. Auf jeden Fall. Vor allem auch geil ist so die Druckwelle, ne? Das ist die ganze BMW hier so. Der ist schon warm. Ich glaube, wenn da in dem Moment so eine Turbine auch mal fliegt, da kannst du schon mal den Glas auch schon mal bestellen. Da, ne? Wenn ich da einen Dämpfer einbauen würde, wegen dem Sound, würde ich viel Leistung verlieren? Na, gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Müsste man vielleicht ein bisschen umkonstruieren, hier einen Ticken runter vielleicht, weißt du? Irgendwo den Dämpfer halt mit einbringen und dann halt wieder da raus. Ja, weil es sieht ja schon ganz cool aus da vorne. Sieht cool aus, ja. Oder du lässt es so und machst den Dämpfer ja hier so. Ja, könnte man auch machen. Weißt du, dass hier so eine Pipe nach oben hast? Ja, wird auch cool aussehen. Sieht man oft. Im Offroad hast du das ja auch nach oben mit dem Wasser quasi fahren. Okay. Danke. Scheiße, Mann. Wirklich. Ja, du jetzt erstmal hier durchgeladen. Ja, vor allem, Igor, jetzt kannst du sicher sein, eingefahren ist ja. Ja. Wenn so ein Auto bei Benni im Prüfstand überlebt hat. Und ist richtig durchmassiert. Kannst du dich erstmal austoben mit dem. Wie schnell war das gerade eben? Speed, weiß nicht, vierte Gang. Wir können gleich mal gucken. Kann ich dir gleich sagen. Wir messen ihn ja eh gleich. Wir messen ihn. Man hat an den Reifen auf jeden Fall schon krass gesehen, wie diese Offroad-Reifen so am Arbeiten sind. Also das aber Igor, schon. Chapeau, das Ding fährt so halbwegs geradeaus auf dem Prüfstand. Weil normalerweise ist noch nichts vermessen. Ne? Also dafür ist es gut. Erstmal. Ja, haben wir getroffen. Ja, auf jeden Fall. Wie sich das Ganze so nach oben bewegt. Hast du und wie der ganze Motor vorne so drin wackelt. Es lebt. Schlebt, ja. Aber sonst so, erste Mal so das Auto hören? Ich habe sehr, sehr, also der Klang ist brutal. Ich habe aber sehr großen Respekt jetzt davon. Da muss man sich so ein bisschen so an, wie so ein wildes Tier rantasten. Ne? Also schon heftig. Das heißt, bist du eher so der Kandidat bei sowas, eher jetzt, du würdest wirklich erstmal ein paar Runden langsam fahren oder gleich? Ja, ein paar Runden. Also aber mit dem Boot hast du schon relativ schnell mal Kapelle gemacht. Nee, ich habe auch am Anfang sehr vorsichtig gestartet. Immer auf Sicherheit, immer geguckt, wie läuft das und dann zum Schluss alles. Ja, das würde bei Benni und mir leider nicht passieren. Ich weiß, deswegen bin ich froh, dass wir heute die große Probefahrt nicht machen. Dass wir keine Probefahrt machen. Ja. Ich habe dir aber auch erstmal eine Stufe gemacht, wo du heute erstmal milde mitfahren kannst. Sprich, weniger Ladedruck. Kannst du jetzt mal rantesten. So 80 PS. Eine macht irgendwie so 0,7 Bar, die andere macht dann so 1,3 und die andere macht so 1,5, 1,6. Das heißt drei Stufen? Drei Stufen. Genau. Das heißt, bei der einen Stufe, wie viel Leistung habe ich da ungefähr? Wir können das gleich mal durchmessen, kannst du ja ganz genau sagen. Okay. Aber ich glaube, wir müssen hier mal rausgehen. Du kriegst ja gar keine Luft. Doch, ich bin hart im Leben. Ich habe auch gesehen, alle stehen so da und so. Du hast überhaupt keine Ohren. Am Pippeln. Mega. Nee, auch so ganz viele haben das relativ schnell, dass es in den Augen so brennt. Ja. Und das habe ich auch irgendwie gern. Du bist approved. Definitiv. Das ist, glaube ich, fürs Erste ist das echt ganz gut so. Also, schau mal. 267 PS. Mega. Und ich habe das Ganze jetzt erstmal so gestaltet, damit man damit erstmal fahren lernt. Das Drehmoment erstmal relativ flach und das kommt halt erst mit Drehzahl. Ne? Das heißt, wir fahren hier unten rum erstmal so 1,2 Bar in diesem ersten Drehzahlbereich und dann macht der auf so auf 1,4, 1,45 Bar. Und ja, dann stehen hier knapp 270 PS, 360 Newtonmeter. Wir könnten das Ganze jetzt auch nach vorne lagern. Das heißt, ich kann hier vorne auch schon viel mehr Drehmoment fahren. Aber immer wieder witzig, wie so ein originaler K04 echt schon so bei 2,5 Plus fährt. Voll früh da, ja. Den könnte man natürlich jetzt hier richtig reinballern lassen. Ne? Ja. Ist die Frage, ob das jetzt gerade das Auto besser fahrbar macht. Ich glaube eher für die erste Fahrstunde, erstmal so. Ist es okay. Genau. Also ich weiß ja eh noch nicht, das war ja je nachdem, was du vorhast. Wenn du da so richtig im Gelände mitfahren willst, da ist es ja eh mehr so... Bisschen ja langsamer, du guckst, wie du so drüber kommst. Ne? Trittst du vielleicht einmal rein, dass du so irgendwie so einen Hang hochkommst oder so. Ne? Aber wenn man überlegt, dass das ein Motor ist, der schon 200.000 gelaufen ist. Wir haben den jetzt abgeliefert. Ich wusste gar nicht, wie viel Leistung der hat. Und ursprünglich original sollte er 224 haben. Genau.
dann ist das hier schon... Wie viel Aufwand war das für dich, direkt diese 267 zu erreichen? Ist das, ja, ich mache das ja wirklich viel und oft. Also... Ja. Da brauche ich ein paar Mausklicks für dich. Ja, da brauche ich nicht lange für. Ne? Irgendwie so vielleicht 2-3 Stündchen und dann steht da schon. Das waren jetzt 1,2 Bar? Hinten raus so 1,35. Mhm. Nur auf 98 Oktan, das heißt Zündung ist noch safe und so. Das heißt, was denkst du mit so einem originalen Kanö 4? Wie weit kommt man denn? Mal so 2,80, dann ist, denke ich, Ende. Ah, okay. Ja, vielleicht 2,90 mit 102 und wenn alles 100%ig passt halt. Ne? Ja, freut mich, dass das Ding so läuft. Wahnsinn, du hast mir ja noch was einprogrammiert, 3 Stufen. Genau, das wäre jetzt quasi die größte Stufe als erstes. Ja. Und du kannst dann ganz simpel mit der App umschalten. Zwischen dann zum Beispiel, können wir gerne auch nochmal durchmessen, du müssten dann so 240 PS sein und noch ein bisschen weniger Drehmoment. Und einmal nur Dosendruck, das sind dann vielleicht 200 PS. Mhm. Mhm. Dann kannst du erstmal ganz vorsichtig losfahren und wenn, immer wenn es langweilig wird, drückst nochmal. Weißt du, was jetzt interessant wäre? Wir haben jetzt die Leistung, wir sehen jetzt, dass das Ding funktioniert. Wie schwer ist das? Mhm. Das wäre mega. Zu sehen, wie schwer ist der vorne. Hast du Waage dabei? Zufälligerweise. Diesmal ja. Diesmal ja. Nee, ich habe heute Morgen echt noch dran gedacht. Echt noch dran gedacht, so. Weil er ist ganz schwer einzuschätzen. Du sagst ja irgendwas um die 1000 Kilo. Genau. Krass. Ich hätte persönlich gedacht, leichter. Ja, ich habe mit so einem Hubwagen gemessen, so Paletten drunter irgendwie hochgehoben. Ob das jetzt so ganz genau war, weiß ich nicht. Aber ich hoffe, dass wir unter 1000 bleiben. Den eigentlichen Rahmen konntest du denn mit 2 Leuten noch hochheben? Oder war es schon so, dass du da einen Hubwagen für gebraucht hast, um hochzuheben? Oder nee, hast du nie den eigentlichen Rahmen so in der Hand gehabt? Nee, du kannst den nicht einfach so hochheben. Also ist schon richtig. Ist schon schwer, ist schon beef. Dieses fette Hauptrohr, was ist das für eine Wand? Das sind 3 mm. 3 mm, okay. Das ist schon 80er? 80er Rohr müsste das sein. Okay, 80 mal 3, da hat ja das Rohr schon 20, 30 Kilo. Ja, ja, auf das der ist schon nicht ohne. Muss schon kräftig sein zu zweit. Ich würde sagen, ich hole mal die Waage. Okay. Wagen. Unter 1000? Ja, ist schon mal unter 1000. Ehrlich? Ja. Du erzählst jetzt Quatsch, oder? Nein, ist echt unter 1000. Also dein Hubwagen ist scheinbar geeicht von... War BG gerade noch da und dein Hubwagen geeicht. 988. Mega. Das passt. Also ich persönlich hätte gedacht, er ist noch leichter. Hätte ich auch gedacht. Mhm. So, aber das muss dein Stahlrahmen sein. Das muss hier richtig... Ja, aber das brauchen wir auch. Falls sich das Ding ja aufs Dach legt, möchte ich überleben. Andererseits darf man auch immer nicht vergessen, nimmst du dein TT als Basisauto, der wird ja auch schon... 1400 wiegen, ja. Denke ich mal so. In aber wir haben ja so viel Zeug da raus. Ja, aber selbst wenn du aus dem TT alles rausräumst, kommst du auch nicht unter 1000. Ja, ist halt sehr viel Blech. So, deswegen. Ich möchte sagen, dass das stabiler und steifer ist. Ja. Aber als die TT-Karosse? Ja, weil also, die Konstruktion als Rundum. Genau, also ich glaube auch, man kann in Summe schon sagen, ist ähnlich wie ein komplett nackter TT. Mhm. Nur, dass der halt jetzt Offroad mit überall Käfig und so weiter ist. Ich möchte behaupten, dass wir den sogar auf 900 bekommen, weil ich habe hier Sachen wie dieses Anflanschstück, damit wir das überhaupt auf die Höhe bekommen haben. Ne? Das ist ja massiv, das hat der Steven mir gedreht. Das kann man aus hochfestem Aluminium machen, eventuell. Dann solche Sachen wie die Katzentreppe hinten. Die könnte ich auch aus Aluminium machen. Das hier. Ah, hier, guck mal, wir haben gerade was vergessen. Ne? Vorne, hinten, die ganze Klappe. Ja, okay. Komm, machen wir gerade. Scheiße, deswegen sind wir unter 1000, deswegen sind wir unter 1000 wahrscheinlich. Ja, jetzt haben wir leider 1006. Und das hole ich alleine hier raus. Ja, wie gesagt, das muss man, was viel spannender ist, was haben wir vorne, was haben wir hinten? Vorne, also 38 hinten, 62 vorne. So, und am liebsten hätte ich unter 60 vorne und hinten dann über 40, also quasi. Aber setz dich mal einmal rein. Jetzt wissen wir gleich, was Igor wiegt. Ein bisschen Form aktuell? Ja? Nein, absolut nicht. Rund ist auch eine Form. Alter, war das athletisch, ja. So. Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht. Jetzt sind wir bei 1119 und sind immerhin 1% vom Gewicht her nach hinten gewandert. Jetzt sind es 39%. Also aber du kannst mit Fahrer drin, kannst ungefähr sagen 60-40. Ja. Aber trotzdem kann man das noch ein bisschen, weil ich habe vorne diese Schutzwand, die ist auch massiv Stahl. Das heißt, wenn du springen willst, musst du mit so viel Anlauf fahren, dass du so viel Schwung hast, dass er erst nach oben geht, bevor er mit der Schnauze wieder runterkippt. Aber was gut ist, wenn du damit einen Berg rauffahren willst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du nach hinten kullerst, geringer. Ja, ja.
Ja. Nee, das definitiv nicht. Also, dass wir wollen, so macht. Genau, Dakar Racing. Wir wollen ja schnell so einen Wüstenberg aufballern. Dann passt das perfekt. Ja. Nein, also ich finde auch, das ist alles Jammern auf hohem Niveau, weil man darf nicht vergessen, 100% Eigenbau. Ne? Ja, ja. Ne? Das muss also man, das war da, schon mal Gold. 1000 Kilo. Blatt. Kann man leichter machen. Ach, ich glaube, es ist aber auch gar nicht so wichtig im Gelände. Vor allem nicht bei der Leistung. Weil klar, natürlich, gerade wenn du ganz steil in den Hang hochfährst, wird es schon so sein, dass natürlich ein leichtes Auto einfach in den Hang hochkommt. Mhm. Aber in anderen Bereichen, wo da nur einzelne Räder auf dem Boden sind, wo du ja eher die Traktion haben willst, ich glaube, da ist es auch gar nicht so doof, dass auf den einzelnen Rädern dann wenigstens richtig Gewicht ist. Ne? So, und wie du schon sagst, ist mit Überschlag. Klar, das ist natürlich beim leichten Auto immer deutlich schlimmer als bei einem schwereren. Ne? Mich würde es so sehr interessieren, wenn er wirklich mal aufs Dach geht, ob das wirklich so, ohne sich zu verbiegen. Ich meine, bei 1000 Kilo. Also die Frage ist jetzt ja, was heißt für dich aufs Dach? Heißt für dich aufs Dach, du fährst mit 10 km/h einen Berg hoch und das Ding kippt nach links oder rechts. Da werden hier ein paar Kratzer drauf sein, fertig. Ja, da wird nichts passieren. Wenn du jetzt natürlich mit 120 über so einen Jump fährst und das Ding so. Müssen hier noch auf jeden Fall diese Stoffgitter machen, dass die Arme nicht rausfliegen. Gurte rein, 6-Punkt-Gurte. Ja. Tja, und dann können wir die Testfahrt machen, ne? Aber sonst, boah, doch, ich glaube schon, das ist schon. Hier könnte man auch so Polster, okay, man sitzt ja natürlich mit dem Helm. Mit Helm, ja. Unbedingt. Ja, mega. Igor. Super. Geiles Auto. Geiles Auto. Nächstes Ziel auf jeden Fall erreicht. Ja. Freue mich, dass wir es wieder begleiten und zeigen durften. Ja. Benni, mal wieder gute Arbeit. Auto läuft. Ja. Ey, ich danke dir so sehr, Benni. Wirklich, Spitzenklasse. Wir fahren alle mit einem Grinsen nach Hause heute auf jeden Fall. Definitiv. Die Flammen waren auf jeden Fall schon wieder. Ich freue mich schon, wenn ich in der Firma bin und das Ganze ablade und dann in die Halle fahren muss. Ich freue mich auf Probefahrt. Ich auch. Probefahrt machen wir jetzt mit Absicht nicht mehr, weil kein Licht, dunkel draußen, keine Anschnellgurte, das können wir wirklich nicht bringen. Deswegen so 1, 2, 3 Hausaufgaben hast du jetzt noch. Ja, und dann, die Liste ist lang. Und dann gucken wir mal, auf welchem Ring wir uns treffen, um ein paar Runden mitzudrehen. Ne? Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.